Heidi ho, meine Lieben, und herzlich willkommen zu G's Cooking Show. Der David ist wieder hinter der Kamera. Und jetzt kommen wir zu Dip Volume 2, würde ich sagen. Nämlich, wir machen heute einen Thunfisch-Dip. Letztes Mal hatten wir einen Hummus-Dip. Und jetzt machen wir den Spaß mit Thunfisch und natürlich ein bisschen anders. Und da zeige ich euch mal die Zutaten. Nämlich, wir haben hier Thunfisch, ungefähr 80 bis 100 Gramm. Wir haben hier Pfeffer und hier haben wir Salz. Ungefähr, wie ihr seht, circa ein Esslöffel, würde ich sagen. Dann haben wir 200 Gramm Schmand und 200 Gramm Frischkäse. Und den ganzen Spaß, den rühren wir halt ganz einfach wieder zusammen. Und dann wartet schon. Dann wieder ab in den Kühlschrank und dann könnt ihr los naschen, dippen und wie auch immer. Und ja, fangen wir einfach mal an, würde ich sagen. Den ganzen Schmand wieder zusammenzukippen. Ich habe mir diesmal hier schon mal ein Tupperdöschen geholt. Und da feuern wir jetzt einfach alles nach und nach rum. Zack. Salz, Pfeffer, Thunfisch einfach hinter. Dann nehmen wir uns hier die 200 Gramm Frischkäse. Und die 200 Gramm Schmand. So. Jetzt müsst ihr den Spaß noch verrühren. So wie man sieht, ich hätte mir auch ein bisschen eine kleinere Tupperdose nehmen können, oder David? ja gut. Aber das passt doch. Müsst ihr jetzt hier schön verrühren, macht sich natürlich jetzt ein bisschen blöd für mich, aber wenn ihr den Spaß irgendwann glatt gerührt habt, dann ist das auf jeden Fall sehr, sehr lecker. Ja Leute, wie gesagt, eine ganz einfache Nummer, schmeckt zu frischem Baguette, frischem Brot. Da könnt ihr auch mal wieder gucken, wir haben ja auch schon mal Dinkelbrot und ja, ein Dinkelbrot mit Sonnenblumenkern und ein Dinkelhanfbrot mit Röstzwiebeln gemacht. Das passt natürlich mördermäßig dazu. So, dann haben wir das alles so einigermaßen glatt gerührt. Ihr merkt, schnelle Nummer. So, und dann wartet schon wieder, Freunde. Mehr müsst ihr nicht machen. Dann sind wir schon wieder durch. Denn auf jeden Fall bleibt gesund und wenn ihr das noch nicht gemacht habt, abonniert gerne den Kanal, guckt euch eine andere Folge an oder abonniert auch alle Handrap. Und dann sagen wir Tschüssi. Ciao.